Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 100 Baby Challenge. Was heult da das Baby? Oh mein Gott, ist ja eklig. Alle heulen. Willkommen in 2019 übrigens. Und mein fester Vorsatz ist, ich bekomme es irgendwie hin, regelmäßig alles hochzuladen. Ja, ich musste gerade selbst überlegen. Ja, nein, das klingt sehr unrealistisch. Wir wechseln die schmutzigen Windeln hier bei beiden. Und dann kriegen beide erstmal Liebe. Du gehst aufs Klo. Und du bist traurig? Ah, nee, du bist müde. Du gehst auch schon schlafen, das ist gut. Du bist arbeiten und du kümmerst dich um die Kinder. Gut, okay. Puh. Hört auf zu schreien. Danke. Wir gehen schlafen danach. Und dann gehen wir ein bisschen Fernsehen, weil die Gute ist richtig am Arsch. So richtig am Andi-Arsch ist sie. Ich verkaufe so ein bisschen was von dem Kram hier. Wie komme ich... So war das, ne? Ja. Oh Gott. Was machst du da? Nicht zuschauen. Alles verkaufen... Irgendwas stimmt mit dieser Pflanze nicht. Alle gießen, obwohl da Rasensprenkler an sind. Hä? Ach, du mit deinem Alien-Outfit gehst. Okay. Kein Ding. Also, oh Gott, es ist ruhig. Dankeschön. Hä? Die Qualität ist eigentlich gut, ich weiß nicht. Ah, okay. Schon besser. Also unser Garten an sich ist ja nicht schlecht, ne? Also ist halt nur nicht gut. Wenn das Sinn macht, wir graben mal hier hinten. Ansehen. Wir brauchen dafür, glaube ich, irgendeine Fähigkeit, Gartenfähigkeit, irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Fähigkeit, die soll dann ausgebaut sein, damit das hier funktioniert. Wenn wir dann fertig sind, bin ich dafür, dass wir... Praktikum! Fabian hat sich bereit erklärt, einen Praktikanten auszubilden und einzuarbeiten. Wie soll er mit dem Praktikanten umgehen? Zum Kaffeekochen einstellen, schwere Aufgaben erteilen. Ach, einteilen, nicht einstellen. Ach komm. Fabian wirft die Praktikantin ins kalte Wasser und sie beweist, dass sie tatsächlich schwimmen kann. Fabian und die Praktikantin verdreifachen gemeinsam die üblen Arbeitsleistungen und heimsen Lob vom Chef ein. Ach, die nicht üblen, die übliche Arbeitsleistung. Leistungsverbesserung mittelgroß, das ist sehr, sehr gut. Also, die haben guten Kram gemacht. Ich bin stolz, das war gut. Wir ernten einmal das da und das ist was hier? Okay, hat nichts gebracht, leider. Ich bin offline. Okay, die fühlt sich zu unwohl. Okay, auch gut. Machen wir mal Reste nehmen. Und danach gehen wir auch schlafen. Irgendwie verhaspel ich mich die ganze Zeit. Also ich fühle mich gerade irgendwie so... Wisst ihr, wie ich meine? Ach ja... Ich spule mal ein bisschen vor hier. Das erste Kind heult. Ich glaube, es hat Hunger. Ach Mensch. Ich habe ein bisschen überlegt. Deshalb beruhigen wir das Kind. Und zwar... Was ist denn... Wenn wir... Aus der 100 Baby Challenge so ein bisschen so eine 100 Baby Challenge. Ach, heute kann ich ja nicht mehr reden, ey. Dass wir so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so eine Talkshow machen. Also, dass wir so ein bisschen Themen haben, über die wir reden könnten, noch so neben, also, das heißt nebenbei, über die wir halt reden, während wir das, also während ich hier das spiele und ich mit euch laber. Weiß nicht, irgendwie so etwas in die Richtung.
Weil es ist halt öfter so, wie jetzt gerade, dass ich halt nicht unbedingt was zu tun habe und ich nur gucken muss, dass hier nicht gleich anfängt, alles zu brennen. Und ja. Ne? Wäre, glaube ich, ganz gut, wenn das so laufen würde. Wenn wir eine Einserschülerin sind, war das ja so, können wir ja altern, ne? Bist du eine Einserschülerin jetzt? Ach, Zweieroberschüler. Ach, steht da. Oh Gott. Ich habe so oft so lange schon kein Sims 4 mehr gespielt. Ach, Mensch. Und bei euch ist das, wenn ich alles auf Level 3 habe, ne? Oh. Fantasie. Hast du Spielzeug? Nein, hast du nicht. Da. Du bist wach. Ach, du bist sehr hungrig. Oh Gott. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kriegst was zu essen? Clary hier. Ich hab grad Charlie gelesen. Warum lese ich. Oh Gott, irgendwas stimmt mit mir nicht. Clary kriegt jetzt was zu essen? Es ist John. Ich bin schon voll raus, ey. Ich weiß noch Julia, Fabian und Luisa. Pizza. Ja, das klingt schon nach mir. Ich habe da einfach ein Kind Pizza genannt, läuft bei mir. Fabian, ja, yay. Gute Arbeit. Wuhu. Bist ja auch nur total im Arsch jetzt. Geh mal schlafen. Oh Gott. Wechsel ihm die schmutzigen Windeln, das wollte ich sagen. Und dann gehst du bitte schnell schlafen. Das kannst du bitte einmal aufräumen, dann kriegt. Warum macht denn niemand irgendwie etwas, was ich halt machen möchte? Also, warum macht niemand das, was ich dem sage? Warum? Du bist doch bescheuert. Warum liegst du jetzt da in diesem. Ach du Heilige. Steh auf, kümmert. Oh, ist das dein Ernst? Sie pennt einfach vor ihrem Bett ein. Ich kotze. Ich krieg gleich einen Anfall, ey. Was ist denn falsch mit euch Leuten? Du malst jetzt gleich mit. Ach, du kommst. Nicht hoch. Ja, du musst rausgelassen werden. Einmal nach oben. Da. Bisschen Geld. Ja, jetzt musst du. Ja, genau, das Kind musst. Was machst du da? Mach einfach. Okay, dann nicht. Was eine egoistische Mutter. Ich komme gerade nicht klar. So, rein da. Ihn einmal rauslassen. Sie. Ja, sie. Und auch Shayla. Ich hoffe, es ist richtig. Shayla. Ich habe sie auch vergessen. Oh Gott. Ich bin super schlecht in dem, was ich hier mache. Ja, geh aufs Klo. Das ist richtig. Und du gehst jetzt den komischen Dings da mit dem komischen Lama malen. Das ist richtig auch. Ach, das ist das falsche Kind. Das ist das richtige Kind. Nein. Du sollst malen. Fantasie musst du auch noch leveln. Komm, mal mit dem komischen Lama. Dieses Tablet ist einfach gut. Damit kann man einfach alles machen. Du wäschst dir die Hände. Isst du das noch zu Ende oder? Du willst nicht mit dem Lama malen. Oh, isst das doch jetzt hier mal zu Ende. Komm. Gut. So, läuft jetzt langsam alles wieder. Läuft bergab und rückwärts, läuft aber. Ich muss das hier alles im Auge behalten. Ich kriege hier voll die Krise, ey. 100 Babys, ey. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Stimmt. Alle anderen hatten Spaß bei der Challenge. Bei mir ist das irgendwie mehr so Stress als alles andere.
Was sind Sie? Sie sind locker ein Vampir. Ach, übrigens, ich habe Werde berühmt auch jetzt drin. Also für unser Haupt-Let's Play wird das ganz interessant. Hier ist es eher so, ja, erstmal schaffen wir, also versuchen wir hier alle zu überleben. Und ja. Das ist hier das Ziel. Überleben. Danach gehst du die Windeln wechseln. Oh Gott, Fabian. Oh Gott. Der ist auch voll am Arsch, ey. Ey, mir tut Julia voll leid. Sie muss hier alles machen. Ja, rauslassen, genau, ja. Wenn die aber sterben, zählen die trotzdem als dass ich das Kind hatte. Ist das richtig? Also, falls die krepieren würden, dann ist das ja nicht schlimm, weil ich hatte die ja zur Welt gebracht. Zählten das dann? Also, wenn ich die absichtlich umbringe, würde ich mal sagen, nicht. Aber wenn die jetzt aus Versehen sterben, weil ich irgendwie was nicht geschissen kriege, dann ist das ja nicht wirklich, also nicht so offensichtlich meine Schuld. Deswegen, ich weiß nicht. Ist das ein Schlupfloch? Ich hoffe so sehr, dass es ein Schlupfloch ist. Du müsstest auch gleich mal ein bisschen... Der kriegt auch gar keine Energie, ne? Dieses Bett ist, glaube ich, einfach super schlecht einfach. Ist deine Torte, komm. Machen die jetzt Kommunikation oder... Was musst du denn hier noch lernen? Kommunikation passt. Perfekt. Und Fantasie. Guck mal, du kannst das hier mal... Du musst auch noch Fantasie lernen. Ich kauf... Nee, kann ich mir noch... Ich kann mir das gar nicht leisten. Kann ich mir das leisten? Ich guck kurz. Einen Augenblick. Ich brauche noch ein Tablet. Das kostet einfach 500. Ist kein Ding. Bisschen Geld haben wir ja jetzt noch. So, stopp. Du hast das Tablet? Du brauchst das Tablet. Da, los. Mal mit dem Lama. Los. Du bist jetzt am Essen. Okay, du bist fertig mit Essen. Du musst unbedingt Fernsehen. Du brauchst Spaß. Du brauchst unbedingt irgendwie Unterhaltung. So, und die beiden hier unten, ja, malt mit Lama und kommuniziert. Das ist gut. Ihr levelt jetzt beides. Oh, Level 3 der Kommunikation, sehr gut. Komm. Ihr müsst das beide leveln. Du auch. Aber Kommunikation hast du jetzt fertig gelevelt. Deswegen level deine komische Fantasiefähigkeit da. Gut. Und du guckst jetzt... Was guckst du denn da? Das ist aber die Sims 2, wenn ich das richtig sehe. Oder Sims 3. Ach Mensch, das ist eigentlich voll niedlich, ne? Aber... Wenn sie nicht so nervig wären. Luisa, bist du sehr am Arsch? Oh Gott, nutz es. Wir müssen unsere Gartenfähigkeit verbessern. Entwickeln. Muss ich das gar nicht? Weiterentwickeln. Die muss da gar nicht mehr hingehen. Ach, du kannst das ja mal ein bisschen reparieren, ne? Oh, die gehen alle kaputt. Weiterentwickeln. Nein. Okay. Aber du gehst jetzt mal schnell reparieren. Du gehst das jetzt reparieren, Fräulein. Sie gehen jetzt die Rasensprenkler alle reparieren, egal ob sie Lust haben oder nicht. Aber wir könnten die auch mal richtig. Wir könnten die wirklich mal ausschalten, ey. Gehst du die jetzt mal reparieren? Hallo? Lass dich verarschen, geh da hin. Hallo. Luisa.
Reset Sim Luisa Klee. Dankeschön. Danke. Gott sei Dank, ey. Ich wollte schon kotzen. Dann gehen Sie das reparieren. Gehen Sie das reparieren. Gehen Sie das reparieren. Gehen Sie alles reparieren. Ah! Julia. Machen Sie was. Und danach... Oh Gott, du bist ja... Dann essen wir noch schnell was. Essen wir noch ein paar Reste. Okay, gut, sie repariert. Du bist gut dabei. Was ist das? Nein, du wirst nicht gestochen. Teile plündern. Hier fliegt eine Fliege vor meinem Bildschirm. Geil. Du könntest auch dann mal... Was ist jetzt eigentlich die... Du bist ja die, ne? Erdbeere und Apfel. Kannst du mal mit der Pflanze labern? Das ist natürlich auch mal hier. Irgendwas ist kaputt gegangen, oh Mann. Sie haben irgendwas zerstört, oh nein. Ach Mann. Ach Leute, warum macht ihr uns das Leben so schwer? Oh, ihr seid, oh, du hast dir in die Hose geschissen. Fähigkeiten. Perfekt. Das läuft hier richtig gut, hier, das Leveln. Ach, ich muss noch denken, leveln. Und Bewegung. Du hast ja noch gar nichts geschafft. Oh, okay, vergissest du auch nicht. Ach, verdammte Hacke. Oh, Mann. Ich wollte dich gerade loben, Clary. Aber nein. Ich bin mir ziemlich sicher... Warum verhaspel ich mich so heute? Das ist unglaublich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Pizza ein sehr kompetentes Kind wird. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Pizza ein Junge oder ein Mädchen ist. Pizza, was bist du? Ich muss einmal gucken. Pizza ist ein Junge. John ist logischerweise auch ein Junge. Oh Gott. Ich musste gerade wirklich nachdenken, was John denn bitte für ein Geschlecht hat. Also ich hätte auch... natürlich ein Mädchen John nennen können, so ist nicht. Also bei meiner Namensgebung wäre das nicht mal unrealistisch gewesen. Ich wusste ja auch nicht bis Folge 7 oder so, dass Julia Julia heißt. Ich dachte, das ist Julian die ganze Zeit über. Und war dann so, ja, passiert. Sachen gibt's. Also, ne, damit ihr Bescheid wisst, ich bin nicht so... Somit, also bei mir muss das keinen Sinn ergeben. Es kann auch voll der Bullshit sein, aber Hauptsache, ne? Warum geht das nicht? Hallo, warum geht das denn nicht? Oh, mein Gott. Warum heult ihr jetzt alle? Was soll denn das, ey? Da. Ihr werdet geliebt. Denkt nicht. Es sei nicht so. Was haben wir jetzt eigentlich hier für... Oh, wir haben so viele Frösche, ne? Und wir haben einen super Scheißsalat. Und weg damit. Wo ist denn dieser krasser Frosch? Da, 125... Oh, jetzt muss ich wieder suchen. Ja, wir haben einen krassen Frosch gezüchtet. Warte, stopp. Ich züchte die beiden miteinander hinterher. Ich bin schlau. Gewöhnlich. Selten schon. Wenn ich selten mit selten kreuze, dann ist das doch ungewöhnlich mit ungewöhnlich. Die könnte ich auch noch kreuzen. Aber es dauert jetzt wieder ein bisschen. Okay, ich bin dafür, wir gehen aber nochmal mit den Pflanzen reden. Ach, hallo. Nochmal alles ernten hier. Warum weinst du jetzt noch? Weil du stinkst.
Du heulst, weil du stinkst. Was ist das hier? Gewöhnlich, es ist dann uninteressant. Hä? Ach. Ja. Wir nehmen uns die Reste. Wie sonst auch immer. Gehen immer aufs Klo. Die alle stinken hier. Die Mama kümmert sich später um euch. Du bist noch einigermaßen zufrieden. Ach, ups. War schon richtig. Warum? Wohin gehst du? Nein, 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 nein. Wir stapeln hier ein bisschen was. Wie füttern. Ach, ups. Ach, upala. Das ist natürlich schlecht. Habe ich denn hier noch was, was du essen kannst in irgendeinem Inventar? Nee, ich kann dir Gemüse für Einsteiger geben. Ich glaube aber nicht, ob du das essen möchtest. Du bekommst erstmal was zu essen. Hallo? Essen geben an. Das ist jetzt, Clary? Ja, Clary scheint richtig zu sein. Ja, okay, gut. Nochmal gut gegangen hier. Sie ist schon wieder müde, ne? Sie macht eigentlich gar nichts und pennt einfach immer. Jetzt gehe ich wieder schlafen, ey. Das ist voll schlimm. Oh, Regenschirmchen. Die ist eigentlich echt voll schlimm. Die macht eigentlich echt voll wenig. Du hast deine Hausaufgaben gar nicht gemacht, ne? Ja, wir haben ein Problem. Du musst deine Hausaufgaben schnell machen. Das Kind ist umgefallen, weil es schlafen muss. Mach schnell bitte deine Hausaufgaben. Oh, ich hoffe, das ist noch... Du musst komplett... Oh Gott, komplett von vorne. Oh mein Gott, ich heule gleich. Nein, du musst Clary... Hier, Clary ist das. Clary, du musst auch essen. Ist das los? Ach nee, das bist du gar nicht, das bist du gar nicht, das bist du gar nicht. Essen. Du musst eigentlich schlafen, aber wir machen das jetzt mal so. Wir baden Shayla. Komm, du wirst jetzt einmal kurz gebadet, damit du hier überhaupt irgendwie was, ne? Du musst gleich zur Schule. Oh Gott, mies gelaunt und mit den halben Hausaufgaben. Das ist natürlich mehr als schlecht. Machst du nur ein Nickerchen jetzt? Ach nee, sie ist das. Okay, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so eine Katastrophe. Du musst zur Schule... Ja, das war wohl nichts. Oh Gott. Das wird heute nichts mit der 1er-Oberstufenschülerin. Verdammte Hacke. Das wird, glaube ich, echt nichts. Ah. Wobei, vielleicht haben wir ja Glück, aber wir haben die Hausaufgaben nur zu 25% gemacht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie gut endet für uns. Also... Bezweifle ich sehr, sehr stark. Du wirst noch gleich gebadet. Guck mal. Das tauschen wir jetzt sozusagen einmal. Dann baden wir einmal noch Clary und dann seid ihr beiden auch wieder sauber. Oh Gott, Kinder sind so anstrengend. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch aber fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play The Sims 4 100 Baby Challenge. Bis dann, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.